Hi, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge hier bei meinem Stray Let's Play. Wir steigen direkt ein, wir springen direkt rein. Wenn es euch gefällt, Like, Kommentar, Abo, ihr kennt das ja. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Das Ganze stammt aus meinem Livestream, bedeutet, wir steigen halt direkt ein mittendrin. Deswegen hier die kleine Begrüßung meinerseits. Ich wünsche euch viel Spaß. Also dieser Typ, der ist halt schon seit 700.000 Jahren und seit 700.000 Jahren versucht er den Fernseher zum Laufen zu bringen. Oh, der arme Kleine. Ganz traurig. Das hier ist übrigens Thomas auf meiner Schulter. So. Das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich ganz allein. Hey, du, was willst du? Hier, ich gebe dir mal... die Postkarte. Das ist ein Bild von der Außenwelt? Willst du dorthin gehen? Mach dir nicht die Mühe, es ist Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung bringen. Meine Freunde hatten diesen Traum auch, aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz allein. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber dieser scheiß Drecks-Pisser-Empfänger, Sendeempfänger funktioniert nicht. Meine Freunde und ich haben zu unserer Recherche über die Außenwelt Notizen gemacht. Hier, nimm meine, wenn du wirklich nach draußen willst. Cool. Du bist nicht du bist auf dich allein gestellt. Ich bin fertig mit der Außenwelt. Viel Glück. Boah, Leute, Entschuldigung, ich habe das echt versucht zu unterdrücken. Momo scheint sehr traurig zu sein. Er vermisst seine Freunde. Lass mich einen Blick ins Notizbuch werfen, das er uns gegeben hat. Okay. Das Manifest der Außenwelt. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Wir müssen uns vor den Turks fernhalten. Es ist unterschrieben mit Clementine, Balthasar, Doc und Momo. Es sieht so aus, als ob Momos Name später hinzugefügt wurde. Ich denke, wir sollten die anderen Notizbücher finden. Ja, das denke ich auch. Zwei Stück haben wir schon. Jetzt mit ihm hier drei. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also das war auch schon der dritte Teil unseres Stray Let's Plays. Wenn es euch gefallen hat, wie gehabt, gerne kurz liken, kommentieren. Ah, ja, würde mich extrem freuen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn ich live bin. Kommt bitte auf jeden Fall rein. Ich würde mich wahnsinnig freuen, auch mal in Echtzeit mit euch kommunizieren zu können. Macht es gut. Ja, das da rein. Raus. Also gut. Schauen uns hier noch ein bisschen um. Warte mal, was haben wir hier? Achso. Katzenspielzeug. Was haben wir hier? Eine Tüte, die ziehe ich mir nicht mehr über den Kopf. Weiß ich wieder nicht, wo ich langlaufe. Gibt es doch bestimmt noch irgendeine Erinnerung, irgendwas zu sehen. Aha! Ja, lol, die Kuh. Back home 2. Oh, wieder zu Hause 2. Ich erinnere mich an dieses Videospiel. Es wurde kurz nach meiner Erschaffung herausgebracht, glaube ich. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Der Wissenschaftler und ich haben viel Zeit damit verbracht, es zu spielen. Es hat Spaß gemacht. Er fehlt mir. Warum kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern? Okay. Also eine... Die erste Erinnerung fehlt uns noch. Kann nicht so schwer sein zu finden. Und wir gehen jetzt hier auf jeden Fall wieder raus. Dieses Symbol an der Wand stimmt mit dem auf dem Notizbuch überein. Ah, schau. Das letzte Notizbuch. Da scheint eine Spur zu sein. Ja, wir sind Detektiv. Elgato Gelato. Die anderen haben wir schon gemacht im Vorfeld. Jetzt gehen wir noch da drüben rein. Warte mal. Da geht es, glaube ich, ganz runter. Müssen wir mal schauen, wie wir da rüberkommen. Aber bei dem Dude waren wir, glaube ich, schon, ne? Ja. Wollen jetzt natürlich auch nichts verpassen. Schauen wir mal hier rein. Aber da ist nichts, ne? Oder? Das ist ein doch. Da liegt was. Notenblatt. Nicovic. Und schau mal hier, da kann man auch klopfen. Vielleicht lässt uns hier wer rein. Was ist das für ein Geräusch an der Tür? Wahrscheinlich nichts. Na gut, dann halt nicht. Schau mal, da ist auch so ein Symbol, aber da waren wir auch schon drin. Die Bude hier kann ich mich jetzt gar nicht so gut erinnern. Wo gehst du denn hin, Tomsi?
Legt sich jetzt aufs Sofa zum Schlafen, der Kleine. Schau mal hier. Noch ein Notenblatt, nice. Wir müssen jetzt ja fast alle haben, wenn wir noch einen Energy Drink finden. Können wir, glaube ich, alle kaufen. Ich weiß gar nicht, ob man da eine Belohnung kriegt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in früheren Durchgängen schon alle hatte. Vielleicht kriegt man dann irgendwie eine Erinnerung oder so. So, ich brauche El Notiz Buco. Aha. Endlich, das letzte Notizbuch. Das hier scheint jemandem namens Clementine zu gehören. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die obere Ebene zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgeschützt ist. Die sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Ich habe vorher mit Momo gesprochen. Seine Augen, ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Ja. Oh! In diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendeempfänger gefunden, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen, den Sendeempfänger zu reparieren. Wenn er mit der oberen Ebene kommunizieren kann, könnte das unser Weg nach oben sein. Zeigen wir ihm, was wir gefunden haben. Ja, will ich auch sagen. Aber vorher will ich hier noch irgendwie auf der Tastatur. Darf ich nicht, schade. Kann man da irgendwas? Man kann doch hier zoomen. Und dann wird das unscharf. Schade, ich hätte gern gesehen, ob hier irgendwas... Ah, jetzt. File 001 Project.dot, last open it. Reset, was steht da? Pancake Receipt. Hier, guck, Virus.exe, Roffel. File Himum. My Studies. Tablet, Computer, Stray.exe, Roffel. Oben rechts, da ist das Videospiel hier. Ich mag solche kleinen Easter Eggs. Ich sag doch, also diese Indie-Entwickler, die gehen halt dann auch wirklich mit Liebe ran. Die gerade solche kleinen Details sind, die es irgendwie ausmachen, finde ich. Deswegen, ich spiele in den allermeisten Fällen lieber solche kleinen Indie-Games, als jetzt irgendwie solche krassen AAA-Titel. Ich stehe zwar auf bombastisch geile Grafik und sowas, das ist voll mein Ding, ja. Ich stehe drauf, wenn das so ultra realistisch aussieht. Aber inhaltlich holen mich die ganzen Indie-Titel meistens mehr ab. Ich bin dumm, warum fahre ich denn runter? Ich voller Horst, ich muss doch zu Dings nach... Jetzt müssen wir wieder hoch, weil ich glaube nicht, dass der Fahrstuhl uns wieder nach oben fahren kann. Ah, naja. Klettern wir wieder hoch, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt hier unten noch was tun können. Oder? Ah, die Notenblätter geben wir auf jeden Fall ab, wenn wir schon mal hier sind. Freut er sich, der Kleine, wenn er ein bisschen Klampfe spielen kann. Oh, danke für die Musik, ich werde gleich weiter üben. Meinst du kannst noch mehr finden? Aber auf jeden Fall. Hier. Ballade des einsamen Roboters. Ich glaube, den Song kann ich spielen. Sieh mal. Schöne Ballade, wirklich schön. Übersetzen. Der Zugang zur Kanalisation ist aufgrund der Verbreitung von Zugs verboten. Bleiben Sie in Sicherheit und verlassen Sie nicht die Sicherheitszone. Doch, auf jeden Fall besser als dieses erste Lied ohne Titel da. Ja, man kann ihm jetzt nicht noch mehr geben. Man muss erst weglaufen, dann spielt er quasi fertig. Oder auch nicht. Jetzt ist er fertig. So, ich weiß ganz sicher, man kann hier rein. Da, wobei, nee, hier war das nicht. Hier irgendwo war das. Bei der Bar, glaube ich. Ja, genau, hier, wo der... saure Typ hier putzt, genau. Hier kann man auf jeden Fall irgendwie rein, das weiß ich. Aber das kommt wahrscheinlich dann erst später. Storyline-mäßig. Schätze ich mal. Hoffe ich mal. Will ja nichts verpassen. Entschuldigung. Ja, wir müssen jetzt irgendwie wieder hoch. Hier. Hier gehen wir hoch. Ja. Hey, da chillt ja auch einer. Ach, das ist ja von vorhin. Hier sind wir jetzt. Okay. Kann ich da rüber? Gehen wir hier. Zack. Und diesmal fahren wir nicht da runter, ja. Und dann gehen wir hier rüber nochmal.
Oh, das wollte ich nicht. Aha, was ist das denn? Erde. Die Erde ist der dritte Planet von der Sonne und hinsichtlich Masse und Durchmesser der fünftgrößte im Sonnensystem. Bis heute ist sie das einzige Himmelsobjekt, das bekanntlich Leben beherbergt. Laut radiometrischer Datierung ist die Erde 4,54 Milliarden Jahre alt. Sie hat einen einzigen natürlichen Satelliten, den Mond, der kurz danach entstanden ist. Die Gravitationswechselwirkung mit dem Mond erzeugt die Gezeiten, stabilisiert die Erdachse, die Drehachse der Erde und verringert allmählich ihre Drehgeschwindigkeit. Ja. So, Momo. Hey, kleine Katze, suchst du immer noch nach den nutzlosen Notizbüchern? Ja, ich habe die alle gefunden. Hier, schon mal. Oh, das gehört Doc. Er war wirklich ein großer Fan von Elektronik und so. Er war immer kurz davor, eine große Entdeckung zu machen. Das ist doch das Notizbuch von Balthasar, oder? Meistens habe ich nie ganz verstanden, wovon er sprach, aber er war sehr weise. Das habe ich ja schon von Momo und dann gebe ich ihm das hier. Warte, du hast tatsächlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden? Oh, was ist das für eine Notiz? Der Sendeempfänger kann repariert werden? Das ist ja unglaublich! Das bedeutet, dass sie auch außerhalb des Slums kommunizieren können sollten. Clementine, Balthasar und Doc. Es tut mir leid, dass ich an eurer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, die Oberfläche zu kommen. Danke, vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Ja, jetzt lass uns diesen Schrotthaufen von Sendeempfänger reparieren. Ja, dann mach mal, Brudi. Hau rein. Et voilà, es hat funktioniert. Komm mit mir. Ja, gerne. Ah ja, schau mal, Progress. Da oben siehst du das Gebäude hoch über den anderen. Wenn du den Sendeempfänger ganz oben auf den Turm installierst, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Meine Freunde könnten noch da draußen sein. Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Du bist der Einzige, der klein und schnell genug ist, um dir zurück zu entkommen. Wir brauchen dich, kleiner Außenweltler. Bring uns in den Himmel. Ja, machen wir doch. Also, ich weiß ja zum Glück, wir können noch einmal hierhin zurück. Deswegen ist es jetzt grundsätzlich kein Problem, diesen Story-Abschnitt hier zu starten. Weil wir kommen hier natürlich nicht mehr zurück. Jetzt erstmal, bis wir das hier abgeschlossen haben. Später werden wir dann einen neuen Abschnitt machen. Da können wir dann generell nie wieder zurück. Das heißt, davor müssen wir alle Erinnerungen und so weiter finden. Sofern wir in der Lage dazu sind. Also Chat, falls ihr euch irgendwie hier auskennt und wisst, wo man hier noch irgendwelche Erinnerungen finden kann und ihr seht, ich renne daran vorbei, sagt mal Bescheid. Aber ich werde versuchen, mich hier gut umzugucken, damit das nicht passiert. So, okay, da habe ich voll reingeschissen. Aber ich bin eh besser als die Wichser hier. Wo muss ich lang? Schau mal, die Idioten rennen mir einfach hinterher. Schau mal, da hoch muss ich. Ja, da guckt ihr blöde, ne? Ja, komm doch, komm doch! Arschpenner. Kleine Arschmaden. Ja, das ist schon ein bisschen asslig hier alles. Schau mal, hier ist das nicht mehr so schön. Die Roboter, die haben schon sich Mühe gegeben, das alles aufzuräumen. Hier ist das alles so hässlich. Theoretisch könnte ich da drüben hoch. Aber ich... Oder sollen wir mal gucken, ob wir da rüberkommen? Vielleicht gibt es da ja irgendwie eine Erinnerung oder irgendwas. Kann ich hier hoch? Nein? Schade. Weil ich weiß, ich habe auf jeden Fall habe ich noch welche. Kommt mal her. Nicht entdeckt. Mir fehlen noch ganze Arsch voll. Irgendwo lang? Nein. Ich finde die Mucke auch so geil stimmig passend. Ah, Manion, grüß dich.
Gar nicht gesehen vorhin. Sorry. Falls du noch da bist, sorry. Ja, muss ich dann noch ein bisschen dran gewöhnen, das hier immer mitzukriegen, wenn hier einer schreibt. Ist auf jeden Fall mal mein Fehler. Schau mal hier. Erinnerung. Die Stadt ist voller Neon. Das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein, Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Personen wurden weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf an, alle an ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Okay. Schaut hier, seht ihr das? Da ist so eine Lücke. Das heißt, hier irgendwo mittendrin haben wir irgendeine Erinnerung verpasst. Von da sind wir gerade von wo sind wir denn gekommen? Ich wieder vergessen. Ah, nee. Ich bin von hier unten, glaube ich, hoch und jetzt geht's hier weiter. Hier rüber, oder? Ah ja, schau mal, hier ist auch so ein... das gleiche Schwingenteil nochmal. Ich will einmal hier rüber gehen, danke. Ja. Wie siehst du meine Nachrichten auf Twitch eigentlich? Ja, also rein theoretisch sollte ich das eigentlich hier mitkriegen, aber irgendwie sehe ich das gerade nicht. Ist ja schon wieder irgendwas kaputt gegangen? Warte mal. Ah, es könnte sein, dass ich ein dummer... Ja, ich bin dumm. Ich bin dumm. Das Problem ist, dass ich dumm bin. ich habe in OBS den Chat, oder? Warte mal, bin ich wirklich dumm? Doch, sieht so aus, als wäre ich dumm. Sieht so aus. Ja, den deaktiviert, schau, jetzt ist er wieder da. Das ist aber so klein, das kann doch keiner lesen. Soll das so sein? Nee, weil ich habe doch hier noch ein zweites, warte mal. Das ist einmal das hier, das war, glaube ich, schon absichtlich aus. Und was ist das hier für ein Fenster? Bottrix-Chat, ja genau, nee, der ist nicht aus. Wieso funktioniert der nicht? Aber jetzt siehst du meine Nachrichten hier auf Twitch. Ja, jetzt sehe ich hier aus. Ach so, ja, aber die werden ja wieder ausgeblendet nach einer gewissen Zeit. Das heißt, wenn ich da nicht oft genug rüber gucke, was ich offensichtlich nicht mache, dann kriege ich das nicht mit, dummerweise. Also rein theoretisch kriege ich das mit, ja. Praktisch blendet der die dann nach einer Zeit wieder aus. Ich muss öfter... Eigentlich sollte das ich... Weißt du, was mal richtig geil wäre? Wenn da irgendwie so ein Ton abgespielt werden würde, wenn da eine Chatnachricht reinkommt. Da musst du irgendwie so Pling machen oder irgendwas und dann höre ich das und dann denke ich mir so, ah, dann gucke ich rüber und dann, das wäre doch mal, was gibt's sowas? Ich meine, sowas, ich bin mit Sicherheit nicht der einzige Trottel, der das nicht mitkriegt, wenn da kein Check kommt. Ship of Fools. Ja, wie sind denn die Pläne bezüglich Dale and Dawson? Das wäre mal interessant zu wissen, weil, und davor dann vielleicht noch Ship, aber ich wollte auf jeden Fall jetzt hier noch ein bisschen Katze sein. Ship of Fools grundsätzlich war lustig auf jeden Fall, ja. Würde ich dann gucken, je nachdem, wann halt Dale startet. Aber ich glaube, du hast ja gesagt, am Abend eher. Das heißt, es wäre hier jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, dass ich noch ein bisschen hier Katze sein kann. 20 Uhr geht's los, sagt er. 20 Uhr geht's los, jetzt haben wir 15 Uhr. Ich kenne dich ja, du bist ja jemand, der nicht so gerne lange ein Spiel zockt. Das heißt, es wird ja locker reichen, irgendwie um 18 Uhr oder sowas, wenn wir ein bisschen rumschippen. Dann kann ich hier jetzt auch ein bisschen rumketten. Dann kann ich ein bisschen was mampfen. Dann können wir rumtuckern. Und dann können wir Dawson spielen. Das klingt doch nach einem geilen Plan, oder nicht? Das ist ein super Plan.
Wir hacken jetzt erstmal die Tür. Kommt rein. Kommt rein. Ja. Oh, ich bin dumm. Ah, da muss ich ja... Oh, jetzt habe ich beinahe reingeschissen. Das wäre natürlich klug gewesen, dann von der Seite hier das. Lol. Naja. Zum Glück wird im Early Game Dummheit noch nicht ganz so hart bestraft. Jetzt habe ich beinahe das Leben des kleinen Kätzchens riskiert. Ekelhaft, diese ganze, seht ihr, wie das wabbert und so weiter? Das ist widerlich. Das stinkt hier bestimmt. Das arme Kätzchen muss hier rumlaufen. Also, ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass nach 700.000 Jahren mir noch so ein Kran steht und hier so einwandfrei rumhängt. Nachdem hier eh alles voller metallfressender Turks ist. Ekelhaft. Kann man das hier irgendwie zum Platzen bringen? Ne, kann man nicht. Ups. Du startest deinen Stream um 16 Uhr. Jetzt muss ich mal kurz mathematisch überlegen. Ja gut, essen werden wir wahrscheinlich dann so um 17 Uhr, vermute ich jetzt mal. Wo geht's denn hier weiter? Doch, ich kann schon einstellen, dass der Text unendlich lang bleibt, aber ich habe das deaktiviert, damit... Ach, schau mal, hier geht's weiter. Bäh. Weil ich ja ständig diese Leute mir schreiben, die irgendwie mir Zeugs verkaufen wollen. Und dann steht das da die ganze Zeit und das fand ich sehr unattraktiv. Außerdem ist das irgendwie doof, wenn... Ich finde, dass das schränkt das Spielerlebnis so ein bisschen ein, wenn hier immer alles voller Text ist. Deswegen habe ich jetzt mal eingestellt, dass der Text dann nach einer gewissen Zeit weggeht. An den Teil kann ich mich erinnern. Hier bin ich schon mal gestorben. Traurigerweise. Kommt mal rüber, ihr kleinen Knuffelwürmer. Oh, 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 oh. Lauf, 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 lauf. So, ich glaube, wir müssen nämlich hier, hier. Und jetzt weiß ich es nicht mehr. Hier vielleicht. Oh, Bayer. Ich weiß nicht, wo lang. Ich weiß nicht, wo lang. Hier vielleicht. Oh ja. Gehabt. So, kommt mal bitte hierher. So ist brav. So. Oh, die können hier hoch. Oh nein, 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 bitte. Ich will nicht, dass mein kleines süßes Kätzchen stirbt. Easy GG. Kein Respekt. Ich muss das mal googeln, ob es da irgendwie so ein Tool gibt, das Pling macht, wenn hier einer schreibt. Das muss ja bestimmt irgendwie gehen. Das wäre halt optimal. Und am besten so, dass nur ich das höre. Das wäre super. Zumindest so lange, bis ich mal irgendwie einen aktiveren Chat habe. So, was ist denn jetzt hier die Aufgabe? Oh, Backe, weg, 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 weg. Die Aufgabe lautet... die rauszulassen und dann schnell außen rum zu laufen. Zum Glück sind wir ein sehr kluges Kätzchen. Vorher schauen wir... Ah, da ist eine Erinnerung. Hier, schaue ich das an. Vielleicht haben wir Glück und die hatten wir noch nicht. Neko-Korb. Sie waren für die Abfallwirtschaft zuständig. Als der Müll aus der oberen Ebene in die Slums überflutete, versuchten sie, ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium. Sie wuchsen und fraßen weit mehr als nur Müll. Und jetzt haben wir Zurks. Hey, ist doch eine geile Story. Los geht's. Ja, das heißt, das ist ähnlich wie bei Resident Evil tatsächlich. Alles absichtlich menschengemacht. So, ihr Idioten. Schnell wieder zumachen, bevor die reinkommen. Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. So. Wahrscheinlich eher hier lang, oder? Nee, und da kommen wir. Haben die sich jetzt umgebracht, die Idioten? Lol. Nee, ich glaube schon hier lang tatsächlich.
Nee, ich kann da nicht hoch. Aber da war ich doch schon. Das macht ja gar keinen Sinn, das Fass dahin zu rollen. Man muss... Ach so, jetzt weiß ich's. Ah, die Tür hier muss offen bleiben. Und jetzt kann man hier hoch wahrscheinlich. Ja, okay. Mir. Wo ist eigentlich meine Katze? Ah, liegt da hinten. Ah ja, komm mal hierher. Ich laufe jetzt schnell da lang und dann habt ihr alle reingeschissen. Also gut, das heißt, wir haben eine obere Ebene. In dieser oberen Ebene, also quasi die Stadt, ja, also irgendwo da, das, was man hier sieht. Seht ihr das? Das hier wird die obere Ebene sein. Gut, da ist jetzt kein Licht, aber dort ist Licht. Da, wo diese Schilder sind. Hier sieht man nichts. Also das scheint nur auf dieser Seite zu sein. Und die haben Müll produziert. Und dieser Müll wurde einfach nach unten in die Slums geschmissen. Ich meine, klar, kennt man, macht man so, ist ja ganz normal. Und der Müll wurde irgendwann zu viel, konnte ja auch nicht entsorgt werden, weil wir sind hier ja irgendwie, ist hier alles, also das ist ja nicht offenes Land oder so, sondern das ist ja irgendwie ein geschlossener Komplex, das heißt, der Müll kann nirgendwo hin. Dann haben sie also ein Bakterium entworfen, welches den ganzen Müll hätte fressen sollen, und daraus haben sich dann diese Zurks entwickelt, die jetzt versuchen, unser süßes Kätzchen hier zu killen. Ja, diese ekelhaften Drecksviecher. So, jetzt müssen wir hier irgendwie gucken, dass die uns nicht erwischen, bis dieser Fahrstuhl unten ist. Manchmal platzen die auch einfach. Oh oh. Ay caramba, oh oh. Ay, ay, ay. Aber scheinbar kann man machen, dass die irgendwie runterspringen, die Idioten. Oh, die respawnen dann. Wahrscheinlich. Oh, 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 nein, 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 nein. Komm jetzt. Oh. Die Fixer, die dreckigen Penner. Scheißviecher haben meine Katze gefressen. Ich hätte gehofft, wir schaffen es ohne Tod. Ist ja echt bitter. So. Wenn wir jetzt eh tot sind, würde ich gerne wissen, warum diese Anzeige nicht funktioniert. Ich werde das ganz kurz austesten. Dauert auch nicht lang, hoffe ich. So, Warnungen, ist es nicht Widgets, Zuschauerzähler, so, Vorschau. Ist ja alles soweit eigentlich eingerichtet. Warum funktionierst du nicht? Kopie, Vorschau. Null. Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Du hast doch meinen YouTube-Account, du hast doch Zugriff, dann scheint das in diesem Tool zu liegen, dann ist das Tool wahrscheinlich kaputt. Dann werde ich da nichts ändern können. Naja. So, jetzt geht's weiter. Ja, die Wichser haben die mich einfach umgebracht. Ich bin der Meinung, das gehört verboten. Aber ich muss ehrlich sagen, das ärgert mich, dass diese Anzeige nicht funktioniert. Na, wozu habe ich die denn? Das ärgert mich sehr. Das ärgert mich wirklich sehr. Mache ich das so? Ja, okay, passt. Entschuldigung. Ah, zum Glück starten wir gleich hier, wo wir waren. Nicht so viel Ärger. Ja, da können wir nicht hoch. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir so laufen, dass sie uns nicht in Massen erwischen. So ein, zwei können wir handeln, aber selbst das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Wir können auch hier lang laufen, dann kommt mal hierher. Wahrscheinlich ist einfach der Trick ist einfach, große Runden zu laufen. Ja, das wird alles sein, das wird nicht... Ja, so ist das nicht. Ah ja, okay, da kommen immer neue runter, deswegen bringt es gar nichts. Oh, oh, halt dein Maul, halt dein Maul, halt dein Maul. Genau, deswegen bringt das nichts, sie umzubringen, weil die respawnen dann einfach. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Spring nämlich einfach da rein. Ja, und jetzt könnt ihr mich nämlich am Arsch. Besser. Nein! Kätzchen, Kätzchen, komm. Sei klug. So.
Tschüss. Hey, verpiss dich. Sehr gut. Zurück. Ja, ja, immer wenn welche sterben, respawnen da welche. Das hätte gar keinen Sinn gemacht, was wir da versucht haben. Mehr. So, schauen wir mal, ob es hier eine Erinnerung gibt. So, wir sind hier. Befestige den Senderempfänger an der Antenne. Ja, mach ich. Achso, und hier geht's ja wieder zurück, okay. Wir müssen den Sendempfänger, das weiß ich doch. Brudi, weiß ich doch. Ich werde auch nur ein bisschen Farbe runterwerfen. Hier. Ganz großer Schritt Richtung Freiheit. So, das war's mit der zweiten Folge Stray. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, wie bereits am Anfang gesagt, ein kurzes Like, kleiner Daumen nach oben. Abo da lassen würde mich extrem freuen. Vor allem Kommentare, es ist sehr selten. Würde ich mich riesig freuen. Schaltet doch bitte beim nächsten Mal wieder ein. Schaut gerne vorbei, wenn ich live bin. Ja, das ist aktuell noch ein bisschen unregelmäßig. Ja, aber ich werde hier versuchen, in naher Zukunft eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen. Also, ich wünsche euch was. Macht's noch einen schönen Tag. Haut's rein. Ciao.